Moin moin und herzlich willkommen zu Let's Play Battlefield 3 im Multiplayer mit mir, dem Sebastian. Ja, ich begrüße euch ganz herzlich zu einem kleinen Multiplayer-Part. Und ihr fragt euch jetzt vielleicht, was, wieso ist der denn alleine? Oder besser gesagt, fragt ihr, ist der alleine? Und dann sage ich, ja, der ist alleine. Oh Mann, ich bin verwirrt. Ihr merkt das schon, ich bin irgendwie, ja, keine Ahnung, das Wetter macht mir zu schaffen. Das ist jetzt meine Ausrede, das Wetter macht mir zu schaffen. Ja, ich bin alleine heute, genauso wie Justus das in den letzten beiden Parts gemacht hat, bin ich auch alleine, weil Justus ist ja momentan in Amerika, der fiese Lacker, für 4 Wochen, der Alter. Ich bin so verdammt neidisch auf den, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und Alex, der ist momentan nicht da, der kommt erst in ein paar Tagen wieder. Und dementsprechend muss ich da jetzt mal ein bisschen... Alter, schieße ich schlecht, wenn ich gleichzeitig rede. Oh mein Gott. Okay, also... ja, warte, das hat mich jetzt so leicht rausgebracht. Was wollte ich denn jetzt sagen? Ach ja, genau. Deswegen habe ich jetzt mir jetzt mal gedacht, machst du einfach auch mal so eine kleine Runde alleine. Und lässt dich jetzt nicht von dem Gegner überraschen, der da von links kommt. Den du jetzt gerade ein paar Kopfschüsse mitgegeben hast, aber der immer noch nicht tot ist. Oh mein Gott, das macht mir Angst. Jetzt kommt der doch von da, der miese Lacker. Jetzt kommt der doch von da, der miese Lacker. Kann doch nicht wahr sein. Alter, ich hab da die ganze Zeit hingeguckt. Mann. Ja. Gut. Auf jeden Fall muss ich das heute einfach mal alleine machen und dann müsst ihr einfach mal mich jetzt ertragen für die nächsten, aber was weiß ich, 10, 15 Minuten. Aber ich denke, das schafft ihr ja schon. Ich mache mit die Minimap ein bisschen größer, beziehungsweise zoome ein bisschen mehr rein, damit wir die Gegner auch ein bisschen besser spotten können. Und da ich jetzt ja wirklich nicht... Oh! Oh! Alter, hab ich mich... Au! Oh! Noch einer! Da! Los, das Noob ist! Oh, dann hab ich die gekillt! Oh, ich hab ihn getötet! Ich hab ihn Nein, nicht draufgehen! Nicht draufgehen! Bitte nicht! Ah, ich lebe noch! Ich... Alter! Ich lebe noch! Erstmal eine Granate schmeißen! Erstmal eine ziemlich schlechte Granate schmeißen! Oh mein Gott, okay! Wenn jetzt jemand... Okay, sie war doch nicht so schlecht! Alles klar, die lebe ich jetzt nicht wieder. Wenn ich da hingehe, dann werde ich wahrscheinlich sofort zerpflückt. Oder... Ich weiß es auch nicht. Oh mein Gott, von wo werde ich beschossen? Ach du mein Gottchen. Ich habe noch eine Granate. What the fuck? Da ist ein Gegner, da ist ein Gegner, da ist ein Gegner. Schießt einfach mal durch die Wand. Nein, töten, töten, nicht sterben. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ha! Nein! Die Messer, ich... Ah. Verdammt. Scheiße. Ja, aber knapp doch. Gut, ja, wie ich es gerade angefangen habe zu erzählen. Ach, jetzt kommt der von da. Der hinten, der miese Lacker, ey, was ist das für ein. Ne, ich will heute nicht beleidigend. Jetzt kommen die auch noch von da, ihr miesen Fickgabel, ne. Ja, mit dem nicht beleidigend sein, das habe ich jetzt gerade selbst aufgehoben. Kommen die einfach mal in unseren Spawn. Ach, die lassen sich echt immer wieder was einfallen, um mal auf den Sack zu gehen, echt. Gut, Was? Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Mein Gott. Ach ja, genau. Ihr müsst jetzt nicht bitte den hohen, super prohaftigen Skiller erwarten momentan. Ich kann das gar nicht oft genug erwähnen. Weiß ich, war im Urlaub. Die letzte Woche. Und nein, das habe ich jetzt schon zigtausend Mal erwähnt. Das erwähne ich jetzt auch nicht nochmal. Und da habe ich jetzt halt dementsprechend eine Woche lang gar nicht mehr gespielt. Und habe vorm Urlaub auch gar nicht mehr so aktiv Battlefield gespielt. Und aus dem Grund behaupte ich jetzt einfach mal, dass ich jetzt momentan ziemlicher Noob bin. Naja, aber das, keine Ahnung. Werden wir dann ja noch sehen. Ich bin in irgendeinem Server gejoint. Und jetzt kriege ich gerade mächtig eins aufs Maul. Der hat noch 1% Leben. Alter, ich krieg die Krise, ey. Ah, oh, der kann... Alter. Wenn ihm jetzt eine Fliege ins rechte Auge fliegt, ja, ist er tot mit 1% Leben. Kann doch nicht wahr sein. Und mich kann er damit noch töten. Mann, jetzt werde ich auch draufgehen. Nicht schön. Nicht sonderlich schön. Den hole ich mir, das ist ein Sniper. Ja. Das kriege ich wahrscheinlich von hinten eins aufs Maul, wenn da noch ein Gegner ist. Ne, aber den kann ich vielleicht wiederbeleben. Nein, kann ich nicht. Wo ist er? Der kommt noch. Der kommt noch. Oh mein Gott, Granate. Oh mein Gott, da hinten ist ein Gegner. Ach du heilige Scheiße. Den... Ah! Gegner. Mann, Dro. Alter, ey. Das finde ich jetzt nicht in Ordnung hier. Absolut gar nicht in Ordnung. Egal, den hole ich mir jetzt, den Mongo. Da ist er.
Doch nicht! Nicht töten, nicht töten. Ich bin ganz lieb, ich habe euch nichts getan. Ich habe euch nichts getan. Okay, die Granate hat jemand gehittet. Das ist mindestens einer, steht da noch. Wahrscheinlich werden die da jetzt von außen kommen. Warte mal, dann schieben wir denen da mächtig schön was. Ein bisschen Blei in alle Körperöffnungen. Wie hat der mich denn sehen können, der Arsch? Wo steht der überhaupt? Da steht der. Oh mein Gott, ist das schlecht. Schieße ich schlecht. Alter, was geht? Bam, Jung. Ach, der lebt noch. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh, guck mal, da ist noch einer. Ah, warte, den nehmen wir wieder. Dann laden wir hier nach. Und dann, oh mein Gott, ist da eine Granate. Und dann bin ich tot. Ja. Ja, eher suboptimal alles, aber egal. Egal. Sniper. Sniper bewegt sich. Sniper flüchtet. Sniper hat Angst, aber Sniper ist tot. Alles klar. Oh mein Gott, wer kommt denn hier auf die Idee, mit einer RPG rumzuschießen? Beziehungsweise Small. Das ist voll der miese Wichser. Ist der tot? Ja, der kann... Ah, Gegner! Mehrere fucking Gegner. Ich spring einfach mal ins Wasser. Ich bleib hier an der Treppe. Pass auf, der sieht mich gar nicht. Na. Der hat einen Warlock. Ganz sicher hat der einen Warlock. Das muss sein. Das war so eine schöne Taktik, einfach einen auf Du siehst mich nicht zu spielen. Das nächste Mal verkleide ich mich als Baum. Kurzfristig. Ohne. Alter, der hat mir noch ein bisschen was. Ja, sicher, dann kommt dem voll ins Gesicht gesprungen mit seinem 4% hier. Alter. Logisch. Nächste Runde wechsle ich mal die Waffe. Wechsle ich mal von. Was spiele ich da gerade? Aug. Auf. Treffe ich den da hinten? Ah, nein, damit mit Sicherheit nicht, Mann. Damit wollte ich den treffen. Warte mal. Vielleicht treffe ich den ja. Ah. War knapp, aber der müsste auch ein bisschen was mitgekriegt haben, ja. Da ist er. Na, Idiot. So. Mein Gott. Der hat aber auch. Oh, so, ich dachte, ich hab hier schon Hallus. Mein Gott. Naja. Erstmal nachladen. Ich weiß gar nicht, was für eine Waffe ich gleich nehme. Muss ich mal echt gucken. Na, okay. Vielleicht. Jetzt. Da bist du. Oh mein Gott, da kommt noch ein Gegner. Der hat ihn wiederbelebt. Das lasse ich aber nicht auf mich sitzen hier. Nee. Das finde ich nicht in Ordnung. Ich muss mal gucken. Ich muss ja ehrlich zugeben, dass ich eben ein bisschen. Oh, Sniper. Dass ich eben ein bisschen mit der M16A3 gespielt habe. Um wieder so ein bisschen reinzukommen, weil die M16A3, das ist ja nun wirklich eine ziemlich, ja. Ich werde jetzt nicht sagen, überpowerte Waffe. Ich finde, alle Waffen in Battlefield 3 sind ziemlich, ziemlich gut balanced und, die lassen sich alle, die haben ja alle irgendwie Stärken und Schwächen. Allerdings muss ich ganz echt. Leute, ich habe den eiskalten Wallbang gegeben. Nice. Also jetzt das Nice, das zählt jetzt nicht. Also das war jetzt gerade kein Selbstlob, weißt du? Das war jetzt gerade. Leute, jetzt habe ich dann auch mit der Granate gekillt. What the fuck? Das war eher so ein Zufall. Toll, weißt du? Also das war egal. Ich rechtfertige mich jetzt nicht. Ganz viele Gegner und ich treffe den erstmal nicht. Den treffe ich wahrscheinlich auch nicht. Und jetzt werde ich von da getötet. Guck mal, jetzt wechsle ich die Waffe und dann wird alles besser. Genau, ich habe eben ein bisschen mit der M16, oder gestern war das, glaube ich, mit der M16A3 gespielt. Einmal ganz, ganz kurz nur, weil ich denke so, dass man mit der M16A3, die ja doch schon ein bisschen besser ist als vielleicht andere Waffen, dass man mit der vielleicht dann noch ein bisschen mehr reißen kann, beziehungsweise so ein kleiner Anfängerbonus irgendwie hat. Aber jetzt weiß ich allen Ernstes nicht. Mann, was nehme ich jetzt für eine Waffe? Die P90, die ist nice. Damit komme ich, also bin ich noch, bevor ich in Urlaub gefahren bin, also als ich das BF3 noch eigentlich regelmäßig gespielt habe, bin ich ganz gut klargekommen. Vor allem, weil man mit der auch einfach, wie doof, oh mein Gott. Ah, toll. Weil man mit der auch einfach wie blöd drauf sprayen kann und eigentlich gar nicht so viel Skill braucht. Jetzt in Anführungsstrichen. Weil man ja im Prinzip alles durch die hohe Schussfrequenz wegmacht. Oh mein Gott, sind das viele. Habe ich ganz etwas im Hals. Ja, mein Gott. Herr Justus ist ja nicht da und dann muss ich halt irgendwas anderes in den Hals nehmen, weißt du? Brauche ja irgendeinen Ersatz, irgendeinen passenden. Nein, okay, das war. Ach du Scheiße.
Das war derbst böse, was ich gesagt habe. Und das stimmt auch nicht. Das war... ich sag besser gar nichts mehr. Naja, versteht jemand die Ironie nicht, weißt du? Und dann bin ich voll im Arsch. Weil jemand denkt, ich hab was im Arsch. Beziehungsweise, ich würde gerne was im... Alter, ne, ich lass es. Ich lass es einfach, weißt du? Siehst du, die P90, das ist eine geile Waffe. Da kann man einfach wirklich rumsprayen wie blöd. Hat ein großes Magazin. Ganz gut, verzieht nicht so sonderlich viel. Hat natürlich auch nicht sonderlich viel Schaden, aber... Well... Das kann die durch andere Faktoren ganz gut kompensieren. So, Gegner. Da hinten ist Gegner. Außer Reichweite. Da oben ist Gegner. Alter, der mich jetzt tötet. Ja. Ach, Menno, ey. Voll uncool. Marmelade und Anna. Was für ein geiler Name. Marmelade und Anna. Na, schön. Sehr schön, der Name. So, komm, da hinten. Da, da. Ganz viele. Oh, ich hab nur einen getötet und das war nicht mal mehr da hinten. Das finde ich jetzt aber... Oh, da ist einer. Der dachte sich, der könnte sich... Ah, da denken sie alle, sie könnten sich verstecken vor mir. Aber nein. Nicht vor mir. Nicht heute vor mir. So, erstmal ein bisschen Granaten hier rum. Sprayen. Oh, warte mal. Ich bin auf einen Server gegangen, wo... Oh, warte mal, ich glaube, der Server heißt No Shotguns and No Explosives. Ich weiß nicht, ob eine Granate jetzt zu Explosives gehört. Egal. Wenn ich gebannt werde, dann weiß ich wieso. Ich frage jetzt auch nicht nach im Chat. Weil dann sagen sie mit Sicherheit alle, nö, Granate ist voll doof. Und du hast damit schon jemanden getötet. Wir kicken dich jetzt. Und das möchte ich ja alles gar nicht. Das fände ich ja eher uncool. Ich finde gerade auch voll keine Gegner irgendwie. Aber hier hinten campt doch mit Sicherheit irgendwo einer. Oder auf dem Kran. Weißt du, wenn ich wirklich, wenn ich irgendeinen Krancamper, ja, mal zu Gesicht bekomme, wenn ich vor dem stehe, ja, dann... Ah, jetzt, ich war gerade am Erzählen, du Saftnadel, ey. Unterbrich mich dafür doch nicht, Mann. Echt, wenn ich mal irgendeinen Krancamper, ja, wenn ich vor irgendein... Da oben ist er. Wenn ich... Ah, treffe ich ihn nicht auf die... Na, okay, aber... Okay. Jetzt bin ich schon wieder raus. Ah ja, genau. Wenn ich irgendeinen Krancamper, ja... Erwische, ja? Ah, da... Da blüht dir was, ja? Das war der Krancamper! Der hat auf mich abgesehen, der miese homophobe Fickfürst. Weißt du? Ich hole gleich meine... Nee, okay, nein. Weißt du, ich hole gleich meine Oma, ja? Und die kann sich mal... Nee, was kann die machen? Keine Ahnung. Alter, jetzt kommt der immer von hinten. Weißt du, das hasse ich an Krancampern. Die sind so verfickt scheiße. Ganz ehrlich, wenn wir irgendwann mal, wirklich, wenn wir irgendwann mal wirklich... was weiß ich, so viel Geld von YouTube beziehungsweise von unseren Werbeeinnahmen kriegen würden, ja, würden, Ausrufezeichen, falls wir dann, falls das Geld mal irgendwann reichen würde, dass wir uns einen Server leisten könnten, dann, ganz viele Konjunktive hier, dann, würde ich echt, wenn ich irgendeinen Krancamper sehe, ich würde ihn bannen. Weil ich habe das, ich finde das so asozial. Ich meine sicher, das ist so meine Regel, finde ich irgendwie, wenn irgendwas im Spiel ist, dann soll man es auch nutzen können. Ja, also zum Beispiel sowas wie Granatwerfer oder Raketenwerfer auf Infanterie oder so, da habe ich kein Problem mit. Weißt du, wenn es im Spiel ist, dann kann man auch mit Granatwerfer rumschießen, mein Gott. Aber Krancamper, sicher, das ist auch im Spiel drin, aber nee, das ist irgendwie nicht so mein Fall. Da... Ne, das finde ich irgendwie asozial. Sich auf einer Nahkampf-Map, in der... Ach, jetzt kommt da noch jemand, oder? Nö. Doch, sicher ist da einer. Egal, ich belebe den erstmal wieder, der da umgefallen ist. Aber ich finde den nicht. Der ist aber weit gefallen, doch. Naja. Ja, das gehört... Sicher, das gehört zum Terrain und alles, klar. Aber das ist... Ist da jetzt einer? Warte, ich habe gerade Hallos. Da war einer. Ja. Oh Mann, habe ich... Nicht allzu dolle Stats. Naja. Ja, sicher, das ist im Spiel drin, der Kran, und ist ja auch alles gut und toll, toll und schön, toll und gut, aber andererseits auf einer Nahkampf-Map im Team Deathmatch, wo man dann... Alter, jetzt springe ich einfach ins Wasser, ja, oder halt tot ins Wasser, sogar. Das finde ich einfach nicht in Ordnung, weil das ist einfach... Ne, das ist einfach nicht vom Spiel
Na, ist auch egal. Ich könnte da stundenlang drüber philosophieren. Dann texte ich euch so zu, worauf ihr eigentlich gar keinen Bock habt. Naja, das will ich ja auch nicht. Und ich sehe schon, ich habe jetzt schon echt lange mein Squadmate hier. Den möchte ich ja nicht verbluten lassen. Jetzt habe ich schon wieder 15 Minuten. Das ist mit Sicherheit der Krankkämpfer da oben. Ja, logisch. Wieso denn auch nicht? Mann. Ja, ich habe schon wieder echt lange aufgenommen hier. Aber die Zeit vergeht so schnell. Wenn man einmal so im Flow drin ist, dann, naja, also über Distanz kannst du mit der nichts holen, weißt du? Beziehungsweise echt nur sehr schwer was holen. Ist, steht er da noch? Jetzt ist, kommt er von da, ja, ist klar. Naja, bevor das ganze Ding jetzt noch schlechter wird, bedanke ich mich viel fürs Zuschauen. Ich habe gehofft, dass ihr, bis ich noch einmal sterbe, weißt du? Einmal sterben tue ich noch, okay. Ich habe so ein bisschen gehofft, dass euch das vielleicht gefällt. Gefällt, dass euch das gefällt, Junge. Nein, dass euch das gefällt, wenn ich einfach so ein bisschen drauf loszocke und einfach ein bisschen dabei laber, mir die Seele aus dem Leib rede und, keine Ahnung, mir macht das auf jeden Fall Spaß. Und vielleicht werde ich ja sowas häufiger machen. Mal gucken, vielleicht auch in anderen. Ja, okay, andere Games wahrscheinlich nicht, weil COD, da bin ich ein ziemlicher Noob drin. Und ich glaube, das kann man sich nicht angucken, wenn ich das spiele. Das ist ja da oben, der Mann. Da, wie. Ja, okay, jetzt bin ich tot, alles klar. Nee, COD kann man sich, glaube ich, von mir nicht angucken. Das grenzt dann schon fast an Augenkrebs. Das möchte ich euch ja auch nicht zutun. Alles klar, vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns nächstes Mal. Und ja, einen schönen Abend euch noch. Ciao, ciao.